Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es ausnahmsweise mal um die Acrylmalerei. Ich habe euch versprochen, wenn ich mal ein Bild male, dann nehme ich euch mit. Es ist jetzt nicht nur ein Bild geworden, sondern es sind zwei Bilder. Und zwar habe ich ja den Tisch, den ich für den Kurs benutze, den klappe ich dann immer wieder zusammen und stelle ihn an die Wand. Ich habe ausschließlich mit Acrylfarbe gearbeitet und mit Farbstiften und Kohle. Wie das Bild am Schluss ausschaut, ist grundsätzlich wirklich komplett egal. Es soll Freude machen, man soll sich auf die Farbe einlassen, schauen, wie die Farbe zerläuft, was geschieht. Es ist einfach so ein Prozess, auf den man sich einlassen darf und einfach mal seine Gedanken schweifen lassen kann. So nehme ich dich jetzt mit auf die Entstehung von den zwei Bildern und wir sehen uns am Schluss nochmals und da habe ich noch was zu verkünden. Dann würde ich sagen, wir starten. Viel Freude!
das sind jetzt nun meine zwei Bilder. Ob sie schon fertig sind oder nicht, das weiß ich im Moment ehrlich gesagt noch nicht. Ich lasse sie immer so 2-3 Wochen stehen. Wenn sie mir noch gefallen, dann lasse ich sie. Ansonsten werde ich noch mal etwas drüber arbeiten und sie nochmals etwas verändern. Ich habe im Juli 3 Workshops geplant, und zwar sind das immer Workshops, wo Samstag und Sonntag hintereinander stattfinden. Also für diejenigen, die etwas weiter weg wohnen und sich ja die Fahrt immer nur für 3 Stunden sich nicht wirklich lohnt, habe ich jetzt im Juli gedacht, ich mache 3 Wochenenden, bei denen wirklich Samstag und Sonntag zusammenfällt. Wir werden 3 Stunden arbeiten und sonst einfach sich austauschen, zusammen sein, etwas zusammen trinken. Es gibt kleine Naschereien und einfach einen schönen Nachmittag zusammen verbringen. Also, wer mag, ich würde mich sehr, sehr freuen. Das Datum blende ich hier unten ein. Du kannst dich über die Kommentare anmelden oder du kannst auf meine Homepage gehen und dich da anmelden. Und vielleicht sehen wir uns und sind kreativ zusammen. Also, ich würde mich sehr freuen. 2 haben sich schon angemeldet. Das nächste Mal, denke ich, gibt es wieder was mit Pulp. Was es ist, kann ich dir noch nicht sagen. Lass dich überraschen. In diesem Sinne, hab eine schöne Zeit. Ah, und ich gehe dieses Wochenende, erfülle ich mir einen Wunsch. Man glaubt es kaum. Ich habe noch nie an einer Drehscheibe mit Ton gearbeitet. Und diesen Wunsch erfülle ich mir dieses Wochenende bei einer lieben Kollegin, die ein Atelier hat in Luzern. Wenn es möglich ist, werde ich da Aufnahmen machen und werde euch das nächste Mal zeigen. Und da seht ihr mal, es ist kein Meister vom Himmel gefallen und ihr dürft euch köstlich darüber amüsieren, wie ich mich an dieser Drehscheibe anstelle. So, das war's. Ich wünsche dir alles Gute, hab eine gute Zeit, bleib kreativ. Tschüss zusammen.